Die Jünger sind fischen gegangen. Eigentlich sollten sie das nicht. Sie sind berufen zu Aposteln. Sie sind in ihren alten Beruf wieder zurückgegangen und haben sozusagen das Apostelamt an den Nagel gehängt. Und in dieser Situation kommt Jesus auf sie zu. Das kann auch bei uns sein, dass wir resignieren, innerlich aufgeben und in den alten Menschen wieder zurückgehen, der wir waren vor unserer Umkehr. Obwohl wir schon so vieles erlebt haben, auch die Apostel, zweimal ist ihnen schon der Auferstandene erschienen. Und doch sagt Petrus, ich gehe fischen. Aber der Herr geht ihnen nach, wie dem verlorenen Schaf. Und er fragt sie, meine Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er fühlt ihren Schmerz. Wir sind auf ganzer Länge gescheitert. Nicht einmal mehr unseren normalen Beruf können wir, vom Apostelamt schon gar nicht zu reden. Und erfüllt mit ihnen. Aber es ist wichtig, dass sie diese Lehre ihm übergeben. Dass sie sagen, ja, gar nichts habe ich, nichts, nur den Schmerz über dieses Nichts. Und das Schöne ist, er sagt, fahrt hinaus, sie fischen und haben die Fülle. Angezeigt schon die 153 Fische, die damals bekannten Völker. Also ihr werdet reichen Fischfang machen in allen Ländern der Erde. Und er gibt nicht, sie aus ihren Kräften können dem Herrn etwas zu essen geben, sondern auch das legt er ihnen in die Hände. Er selbst hat das Kohlenfeuer und darauf den gebratenen Fisch, als sie zurückgekommen waren. Und er gibt ihnen alles. Das ist das Leben der Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung, unsere Gnade, auf die wir bauen. Das ist das christliche Leben. Diese Situation wiederholt sich immer wieder. Und sie erleben es dann, auch wie wir in der Lesung gehört haben, 3000 haben sich bekehrt, wo Gott die Fülle schenkt. Ja, und auch der gebratene Fisch. Die frühe Kirche hat von Anfang an darin die Eucharistie gesehen. Christus selbst ist es, der sich im Fisch schenkt. Der gebratene Fisch, der leidende Herr, der in der Eucharistie seinen Leib für uns hingegeben hat. Und das schenkt Jesus uns in jeder heiligen Messe. Er schenkt uns sich selbst. Und er selbst ist die eigentliche Fülle aller Gnade. Strecken wir unsere Arme aus nach ihm, unsere Herzen. Herr, schenk du mir deine Fülle. Ich brauche sie so dringend. Amen. Vergelt's Gott.